Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Jost. www.martinjost.eu. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Der Jude im Dorn. Zuerst veröffentlicht 1815. Es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Knecht, der diente ihm fleißig und redlich, war alle Morgen der erste aus dem Bett und abends der letzte hinein, und wenn's eine saure Arbeit gab, wo keiner anpacken wollte, so stellte er sich immer zuerst daran. Dabei klagte er nicht, sondern war mit allem zufrieden und war immer lustig. Als sein Jahr herum war, gab ihm der Herr keinen Lohn und dachte, »Das ist das Gescheitste, so spare ich etwas, und er geht mir nicht weg, sondern bleibt hübsch im Dienst.« Der Knecht schwieg auch still, tat das zweite Jahr wie das erste seine Arbeit, und als er am Ende desselben abermals keinen Lohn bekam, ließ er sich's gefallen und blieb noch länger. Als auch das dritte Jahr herum war, bedachte sich der Herr, griff in die Tasche, holte aber nichts heraus. Da fing der Knecht endlich an und sprach, »Herr, ich habe euch 3 Jahre redlich gedient. Seid so gut und gebt mir, was mir von Rechts wegen zukommt. Ich wollt fort und mich gerne weiter in der Welt umsehen.« Da antwortete der Geizhals, »Ja, mein lieber Knecht, du hast mir unverdrossen gedient. Dafür sollst du mildiglich belohnet werden.« Griff abermals in die Tasche und zählte dem Knecht 3 Heller einzeln auf. »Da hast du für jedes Jahr 1 Heller. Das ist ein großer und reichlicher Lohn, wie du ihn bei wenigen Herren empfangen hättest.« Der gute Knecht, der vom Geld wenig verstand, strich sein Kapital ein und dachte, »Nun hast du vollauf in der Tasche. Was willst du sorgen und dich mit schwerer Arbeit länger plagen?« Da zog er fort, bergauf, bergab, sang und sprang nach Herzenslust. Nun trug es sich zu, als er an ein Buschwerk vorüberkam, dass ein kleines Männchen hervortrat und ihn anrief, »Wo hinaus, Bruder Lustig? Ich sehe, du trägst nicht schwer an deinen Sorgen.« »Was soll ich traurig sein?« antwortete der Knecht. »Ich habe vollauf. Der Lohn von 3 Jahren klingelt in meiner Tasche.« »Wie viel ist denn deines Schatzes?« fragte ihn das Männchen. »Wie viel?« »3 bare Heller, richtig gezählt.« »Höre«, sagte der Zwerg, »ich bin ein armer, bedürftiger Mann. Schenke mir deine 3 Heller. Ich kann nichts mehr arbeiten. Du aber bist jung und kannst dir dein Brot leicht verdienen.« Und weil der Knecht ein gutes Herz hatte und Mitleid mit dem Männchen fühlte, so reichte er ihm seine 3 Heller und sprach, »In Gottes Namen, es wird mir doch nicht fehlen.« Da sprach das Männchen, »Weil ich dein gutes Herz sehe, so gewähre ich dir 3 Wünsche, für jeden Heller einen, die sollen dir in Erfüllung gehen.« »Aha«, sprach der Knecht, »du bist einer, der blaupfeifen kann.« »Wohlan, wenn's doch sein soll, so wünsche ich mir erstlich ein Vogelrohr, das alles trifft, wonach ich ziele. Zweitens eine Fiedel. Wenn ich darauf streiche, so muß alles tanzen, was den Klang hört. Und drittens, wenn ich an jemand eine Bitte tue, so darf er sie nicht abschlagen.« »Das sollst du alles haben«, sprach das Männchen, griff in den Busch und, denk einer, da lag schon Fiedel und Vogelrohr in Bereitschaft, als wenn sie bestellt wären. Er gab sie dem Knecht und sprach, »Was du dir immer erbitten wirst, kein Mensch auf der Welt soll dir's abschlagen.« »Herz, was begehrst du nun?« sprach der Knecht zu sich selber und zog lustig weiter. Bald darauf begegnete er einem Juden mit einem langen Ziegenbart. Der stand und horchte auf den Gesang eines Vogels, der hoch oben in der Spitze eines Baumes saß. »Gottes Wunder«, rief er aus, »so ein kleines Tier hat so eine grausam mächtige Stimme. Wenn's doch mein wär, wer ihm doch Salz auf den Schwanz streuen könnte.« »Wenn's weiter nichts ist«, sprach der Knecht, »der Vogel soll bald herunter sein.« Legte an und traf aufs Haar, und der Vogel fiel herab in die Dornhecken. »Geh, Spitzbub«, sagte er zum Juden, »und hol dir den Vogel heraus.« »Mein«, sprach der Jude, »lass der Herr den Bub weg, so kommt ein Hund gelaufen. Ich will mir den Vogel auflesen, weil ihr ihn doch einmal getroffen habt.« Legte sich auf die Erde und fing an, sich in den Busch hineinzuarbeiten. Wie er nun mitten in dem Dorn steckte, plagte der Mutwille den guten Knecht, dass er seine Fiedel abnahm und anfing zu geigen. Gleich fing auch der Jude an, die Beine zu heben und in die Höhe zu springen. Und je mehr der Knecht strich, desto besser ging der Tanz. Aber die Dörner zerrissen ihm den schäbigen Rock, kämmten ihm den Ziegenbart
und stachen und zwickten ihn am ganzen Leib. »Mein«, rief der Jude, »was soll mir das Geigen? Lass der Herr das Geigen, ich begehre nicht zu tanzen.« Aber der Knecht hörte nicht darauf und dachte, »Du hast die Leute genug geschunden, nun soll dir's die Dornenhecke nicht besser machen.« Und fing von neuem an zu geigen, daß der Jude immer höher aufspringen mußte und die Fetzen von seinem Rock an den Stacheln hängen blieben. »Au wei«, geschrien, rief der Jude, »geb ich doch dem Herrn, was er verlangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.« »Wenn du so spendabel bist«, sprach der Knecht, »so will ich wohl mit meiner Musik aufhören. Aber das muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tanz noch mit, daß es eine Art hat«, nahm darauf den Beutel und ging seiner Wege. Der Jude blieb stehen und sah ihm nach und war still, bis der Knecht weit weg und ihm ganz aus den Augen war. Dann schrie er aus Leibeskräften, »Du miserabler Musikant, du Bierfiedler! Wart, wenn ich dich allein erwische! Ich will dich jagen, daß du die Schuhsohlen verlieren sollst! Du Lump, steck einen Groschen ins Maul, daß du 6 Heller wert bist!« und schimpfte weiter, was er nur losbringen konnte. Und als er sich damit etwas zugute getan und Luft gemacht hatte, lief er in die Stadt zum Richter. »Herr Richter, au wei«, geschrien, »seht, wie mich auf offener Landstraße ein gottloser Mensch beraubt und übel zugerichtet hat. Ein Stein auf dem Erdboden möcht sich erbarmen, die Kleider zerfetzt, der Leib zerstochen und zerkratzt, mein bisschen Armut, samt dem Beutel genommen, lauter Dukaten, ein Stück schöner als das andere. Um Gottes Willen, lass den Menschen ins Gefängnis werfen!« Sprach der Richter, »War's ein Soldat, der dich mit seinem Säbel so zugerichtet hat?« »Gott bewahr«, sagte der Jude, »einen nackten Degen hat er nicht gehabt, aber ein Rohr hat er gehabt auf dem Buckel hängen und eine Geige am Hals, der Bösewicht ist leicht zu erkennen.« Der Richter schickte seine Leute nach ihm aus, die fanden den guten Knecht, der ganz langsam weitergezogen war, und fanden auch den Beutel mit Gold bei ihm. Als er vor Gericht gestellt wurde, sagte er, »Ich habe den Juden nicht angerührt und ihm das Geld nicht genommen. Er hat mir es aus freien Stücken angeboten, damit ich nur aufhörte zu geigen, weil er meine Musik nicht vertragen konnte.« »Gott bewahr«, schrie der Jude, »der greift die Lügen wie Fliegen an der Wand.« Aber der Richter glaubte es auch nicht und sprach, »Das ist eine schlechte Entschuldigung, das tut kein Jude«, und verurteilte den guten Knecht, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hätte, zum Galgen. Als er aber abgeführt ward, schrie ihm noch der Jude zu, »Du Bärenhäuter, du Hundemusikant, jetzt kriegst du deinen wohlverdienten Lohn!« Der Knecht stieg ganz ruhig mit dem Henker die Leiter hinauf, auf der letzten Sprosse aber drehte er sich um und sprach zum Richter, »Gewährt mir noch eine Bitte, ehe ich sterbe.« »Ja«, sprach der Richter, »wenn du nicht um dein Leben bittest.« »Nicht ums Leben«, antwortete der Knecht, »ich bitte, lasst mich zu guter Letzt noch einmal auf meiner Geige spielen.« Der Jude erhob ein Zetergeschrei, »Um Gottes Willen, erlaubt's nicht, erlaubt's nicht!« Allein der Richter sprach, »Warum soll ich ihm die kurze Freude nicht gönnen? Es ist ihm zugestanden, und dabei soll es sein Bewenden haben. Auch konnte er es ihm nicht abschlagen wegen der Gabe, die dem Knecht verliehen war. Der Jude aber rief, »Auwei, auwei, bindet mich an, bindet mich fest!« Da nahm der gute Knecht seine Geige vom Hals, legte sie zurecht, und wie er den ersten Strich tat, fing alles an zu wabern und zu wanken, der Richter, die Schreiber und die Gerichtsdiener, und der Strick fiel dem aus der Hand, der den Juden festbinden wollte. Beim zweiten Streich hoben alle die Beine, und der Henker ließ den guten Knecht los und machte sich zum Tanze fertig. Bei dem dritten Strich sprang alles in die Höhe und fing an zu tanzen, und der Richter und der Jude waren vorn und sprangen am besten. Bald tanzte alles mit, was auf den Markt aus Neugierde herbeigekommen war, Alte und Junge, dicke und magere Leute untereinander, sogar die Hunde, die mitgelaufen waren, setzten sich auf die Hinterfüße und hüpften mit. Und je länger er spielte, desto höher sprangen die Tänzer, dass sie sich einander an die Köpfe stießen und anfingen jämmerlich zu schreien. Endlich rief der Richter ganz außer Atem, »Ich schenke dir dein Leben, höre nur auf zu geigen!« Der gute Knecht ließ sich bewegen, setzte die Geige ab, hing sie wieder um den Hals und stieg die Leiter herab. Da trat er zu dem Juden, der auf der Erde lag und nach Atem schnappte und sagte, »Spitzbube, jetzt gesteh, wo du das Geld her hast, oder ich nehme meine Geige vom Hals und fange wieder an zu spielen.« »Ich hab's gestohlen, ich hab's gestohlen«, schrie er, »du aber hast's redlich verdient.« Da ließ der Richter den Juden zum Galgen führen und als einen Dieb aufhängen. Ende von »Der Jude im Dorn«, aufgenommen von Martin Jost, Freiburg im Breisgau, 30. Januar 2007.